Der Hungrige, Kapitel 2. Wir begleiten euch durch die Nacht, Fischfans. Und nicht vergessen, kein Fang ist es wert, Leib und Leben zu riskieren. Selbst wenn es der größte Fisch, den Papa je gefangen hatte. Der Fischer hatte sein ganzes Leben lang versucht, einen ebenso großen Fang zu machen. Du hättest nicht zufälligerweise ein Gläschen Wasser für mich. Wasser. Er war noch am Leben. Das widersprach allem, was er je gelernt hatte. Er musste Wasser für den Fisch finden. Wasser. Dieser Abschnitt der Mauer schien lose zu sein. Natürlich! Er hatte vergessen, diesen Teil des Modells anzukleben. Er war nur mit zwei Riegeln befestigt. Jetzt kann ich mir wahrscheinlich... Nee. So, Wasser. Guck mal, hier haben wir. Aber eben hatten wir auch... Ach, bei Neptun. Aus dem Hahn kommt kein Wasser. Das ist blöd. Das ist blöd. In dem Fass drin? Wasser! Das ist nur... Ah, okay. Oh, bitte! Rohrverbindung. Ich hab da eben hier was. Kommen wir denn jetzt Wasser? Oder müssen wir mehrere von diesen Dingern finden? Komm, hier so, nee. Okay, jetzt müssen wir weiter forschen. Machen? Nee. Ich würde ja fast sagen, dass... Wasser! Wasser! Ach, der arme Kerl. Wasser! 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 Die Tür nach oben war verschlossen. Klar. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Okay. Ah, guck mal hier. Da ist noch ein Rohr. Das muss ich aber irgendwie erstmal als groß bekommen, ne? Das heißt, wie kriege ich das denn jetzt hin? Ja, ich reiß mal schnell das Rohr hier raus. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch eins erstmal, würde ich sagen. Wie kriegen wir das jetzt groß? Nehme ich das vielleicht...
Wo kann ich denn sonst noch drankommen? Irgendwie. Die Leiter sehe ich. Ach, hier. Gewusst wie. Na also, jetzt würde das Wasser fließen. Hä? Ich hab doch gerade noch den Eimer gehabt. Es lief. Doch über. Das Wasser überflutete das Modell. Schnell, halte den Atem an. Das Wasser schlug über ihm zusammen und die Erinnerungen kamen wie eine Flut zurück. Die Kälte, die Dunkelheit, das wütende Meer, das mit ihm spielte wie mit einer Stoffpuppe. Aber Moment mal. Puppen können nicht ertrinken. Nein, ein bisschen Wasser konnte diesen Fischer nicht aufhalten. Er wusste, aus welchem Holz er geschnitzt war. So, jetzt kann der Fisch aber nicht mehr durstig sein, oder? Ah, Wasser! Wasser! Überall! Aber... Gibt es auch irgendwas zu essen? Ich habe Hunger. Solchen Hunger. Oh. Müsse. Ja. Es schien, dass Papa vergessen hatte, seinen ausgestopften Fisch zu füttern. Gibt es nicht irgendwo was zu essen? Es muss doch etwas zu essen geben. Wer bist du, o edler Fisch? Und weißt du, wie man die Spitze des Leuchtturms erreicht? Fragte der Fischer. Ich bin ein Großaugentun und meine Augen sind noch größer als mein Magen. Und wenn du nach oben willst, meine kleine Vorspeise, dann musst du mich erstmal füttern. Es muss doch etwas zu essen geben. Nichts zu essen. Ich bin am Verhungern, kann jeden Augenblick sterben. Wenn du nur etwas zu essen für mich finden würdest... Sie rochen antik, aber ausgestopfter Fisch. Gut, aber ich brauche mehr, viel mehr. Das sind alles nur Vorspeisen. Ich möchte jetzt endlich den Hauptgang. Wie kriege ich die denn jetzt groß? Aha. Warte mal, wir müssen uns mal... Nee, da muss ja irgendwas hier sein. Ich muss es hier auf den Boden legen und dann kann ich ihn... Ach. Liegt er da? Der größere Fisch. Krieg ich nicht so weit geworfen? Hast du etwas Größeres gefunden? Vielleicht einen kleinen Wal? Einen kleinen Wal, ja, ist klar. Da haben wir einen kleinen Wal. Hier, nimm das mal. Ach,
Fischgräte. Sie ist in meiner Was Kehle. Nun? Es schien, dass der Fisch an seinem eigenen Appetit ersticken würde. Und einer Fischgräte. Ach, jetzt müssen wir da rein. Der Fischer hatte Angst. Wie viele Familien... Da war die tödliche Grete. Hier, ich hab dir das Leben gerettet. Oh, danke, Fischer. Ich konnte wohl nicht genug kriegen, oder? Ich wollte mehr. Immer mehr, wie immer. Eine Obsession. Aber ihr langbeinigen Landläufer versteht das natürlich nicht. Ihr habt ja alles, nicht wahr? Was sollte die Marionette dazu sagen? Also gut. Der Schlüssel für die Turmtür ist draußen. Ich sah vor langer Zeit eine Figur, die ihn in der Nähe des Spiegels versteckt hat. Draußen? Ich bin sicher, dass es irgendwo hier war. Steig ein. Nimm mich jetzt mit. Willkommen bei Fischflug 123. Geil. Halten Sie Ihre Arme ständig innerhalb des Mauls und keine Splitter, bitte. Ich kann die Zähne putzen, wenn du willst. Es gab viel Beinfreiheit, aber die Aussicht ließ etwas zu wünschen übrig. Das ist cool. Und es roch deutlich nach, naja, Sardinen. Richtig cooles Spiel. Gefällt mir. Wie es mit den Größen spielt und so. Wo ist der Schlüssel? Da ist der Wir sind da. Achten Sie darauf, nicht zu stolpern. Ach, der Schlüssel war zu hoch. Fände er vielleicht etwas, das er verwenden könnte? Vielleicht im Leuchtturmwärterhaus? Wie komme ich jetzt zum... Leuchtturmwärterhaus. Der Schlüssel war irgendwo dort in der Nähe des Waschbeckens oder darüber. Okay, weiter geht's nicht. Okay. Er musste nur den Schlüssel finden. Ja, ist mir klar. Der wird hier drin sein, der Schlüssel. Da kommen wir aber nicht ran. Müssen nochmal zurück. Du bleibst da. So, wenn wir den jetzt... Wir müssen uns eine kleine Treppe bestimmt bauen, oder? Oder kann ich den mit der Gabel rausholen? Da ist der Schlüssel. Nee. Lassen wir es mal weg. Okay, dann nochmal zurück. Och, ehrlich? Ich
muss nur den Schlüssel holen. Ist doch gar nicht so schwer. Warum hat er denn alles wieder hier... Hau ich da voll gegen die Wand wieder. Ich hab eine Idee. Könnte sich eine Angel bauen, aber... Tut mir leid, Marionette. Ich kann dich nicht höher bringen. Ich fühle mich ziemlich voll. Vielleicht wäre eine Leiter ganz nützlich. Eine Leiter. Und ich will hier den Schürhaken. Guck mal, da komme ich auch mit ran. Ich hoffe, ich kann das jetzt für euch auch einfangen. Also meine Idee war gar nicht so schlecht. So. Aber die Leiter, stimmt. Ich dachte, man könnte damit arbeiten. Also meine Idee war gar nicht so schlecht. Oder? Jetzt kommt man immer noch nicht dran. Jetzt braucht man definitiv den Schürhaken oder irgendwie. Irgendwie muss ich da dran kommen. Irgendwas. Da hängt das Ding wieder. Ich muss ja wirklich danach angeln. Kommen wir den hier dran? Zimmer? Nein. Soll das Negan sein oder soll es Zahnseide sein? Okay, das funktioniert nicht. Okay, ich nehme den Schürhaken mit. Schauen, ob ich den auch mitnehmen kann. Ja. Ja. Endlich. Geht doch einfacher, ne? Zeit zum Leuchtturmwärterhaus zurückzukehren. Danke für die Hilfe, sagte der Fischer. Natürlich. Du hast mir geholfen zu erkennen, dass es mehr im Leben gibt als nur den größten Bissen. Manchmal ist ein kleiner Bissen süßer, saftiger, leckerer. Genau. Viel Glück, kleiner Leckerbissen. Danke, dass du mich befreit hast. Ich hoffe, dass du die Spitze des Turms erreichen wirst. Die Tür öffnete sich. Na klar. Der Leuchtturm lag vor ihm. Der Fischer hatte gedacht, alle Antworten zu kennen. Er sollte aber schon bald erkennen, dass er sich vielleicht übernommen hatte. Melden Sie sich, Trawler. Melden Sie sich, Trawler, wenn Sie uns hören können. Kehren Sie sofort zum Hafen zurück. Was sind wir als Mensch? Ich wiederhole, sofort zum Hafen zurückkehren. Oh, der hat irgendwas... An der Angel, sag ich mal. Oh je, oh je, oh je. Nicht gut.